Welcome, welcome, meine Freunde. Einen wonderful Friday-Abend wünsche ich euch, den Menschen, die hier eingeschaltet haben. Herzlich willkommen bei The Life of Splash, wo ich euch einen Teil von meinem Leben zeige und ihr euch vieles von mir nicht abschauen sollt. Ja? Ich zeige das eigentlich nur, damit ihr seid, gehört, so will ich nicht enden. Weiteres Thema. Sabri, wieso hast du so einen Bart und alles drum und dran, der so dick ist und so weiter und du machst nichts draus? Ich bin fauler Sack, ja? Ich bin fauler Sack. Ich mache nicht mal meinen Bart. Es ist auch, wenn ich mich so anschaue, ich sehe aus wie ein Waldmensch. Ich könnte glatt in Union als Unioner durchgehen. Vor allem, wenn man sich ganz genau mal, also wenn man ehrlich ist, irgendwie, das zieht auch Confidence runter. Ich muss mal wieder knackig sein. Guck mal hier, wie dick dieser Bart ist. Was habe ich gerade nochmal gesagt? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, ja? Auf jeden Fall, Life of Splash Vlogs, die besten Tipps im Leben kommt hierher, wenn ihr was lernen wollt, wenn ihr Geld verdienen wollt, wenn ihr Patte machen wollt, okay? Wenn ihr Patte machen wollt, kommt in die WhatsApp-Gruppe. So, Freunde, wir machen uns jetzt auf den Weg zu Dime Time. Heute Jeremy Dutschak zu Gast, also sehr blessed wieder mal, was den Gast betrifft. Kommt gerne vorbei, seid gerne am Start. Mein Outfit könnt ihr auch nochmal bewerten, was sagt ihr zu diesem Trecker? Ha? Ey, imported aus Mailand, aus dem Shop, mit Scudetto noch drauf. Ja, ne, ups, sieht man jetzt nicht. Mit Scudetto drauf. Ja, auf lässig heute mal. Im Milan-Style. Alright, bis gleich im Studio. So, Freunde, wir sind back in the Stu. Gibt eine nice Curry-Curry-Pfanne von Benji's Wifey. Dankeschön an dieser Stelle. Wie schmeckt's? 12 von 10. War aber wirklich schocksauer. Schocksauer. Das heißt, großen Dank. Ja, an stark. Meine Frau. Ja, das ist sehr stark. Was sagst du, Rizlag? Auch. Probier mal einmal live on cam. Niklas liebt es, gefilmt zu werden beim ja. Essen. Mmh, lecker. Das ist gut? Ja, 12 von 10. 12 von 10, stark. Dann verleite ich mir das auch mal ein jetzt hier. Let's go. Wir freuen uns, dass du hier bist. Ich hätte jetzt nur noch zum Ende, zum Abschluss, du bist schon durch, Bruder. Wir haben es schon geschafft, ja. Also keine kritischen Fragen mehr, ob du zur Union wechselst oder so. Ey, gar keine kritische Frage, nur ein kritischer Blick, das ist alles. Sag ich. Aber keine Sorge, das kann ich schon mal ausschließen. Stark, let's go. Also, wenn ihr mehr Inside News wissen wollt von ihm, checkt auf jeden Fall seinen Podcast ab, Freunde. Da gibt es immer viel zu hören und vor allem für die Herr Tanner da draußen bestimmt sehr spannend. Ich meine, vielleicht auch für ein paar Hamburger, aber aktuell für Herr Tanner. Ansonsten haben wir jetzt noch von Sabri Splash, Bruder, für dich ein bisschen Fragen vorher. Wir haben uns was überlegt, wir haben uns das letzte Mal so neu gemacht und wir haben uns das eigentlich abgeguckt von gemischtes Hack, so schnelle Fragen. Und wir haben uns jetzt so drei schnelle Fußballfragen letztes Mal gestellt und wir dachten uns, ey, heute machen wir das mal an dich und da hat Splash dir drei Fragen rausgesucht. Drei schnelle Fragen an Jeremy Dutschak. Bin ich gespannt. Okay. Alright. Geilste Stadionstimmung, bei der du auf dem Platz warst? Signal Iduna Park. Wer ist der lustigste Teammate ever? Boah, scheiße. Kalle Narre. Shoutouts. Der unterbewerteste Anime aller Zeiten? No Game, No Life. Ja. Werde ich mir anschauen. Den Trailer. Es gibt zurzeit nicht jeden Tag einen Song of the Day, es tut mir leid. Aber wer in die Playlist reinschaut, weiß, da sind schon so 50, 60 Lieder drin. Könnt ihr enjoyen. Wir sind wieder zu Hause. Es ist spät, sehr spät. Wir gehen nochmal durch ein bisschen Videomaterial oder besser gesagt durch eine ganze Folge. Und zwar die Folge, die am nächsten Mittwoch im Kino ausgestrahlt wird. Die nächste Hertha BSC-Folge. Und ja, es ist knapp eine Stunde. Da schauen wir jetzt rein, haben jetzt komplettes Material und ich will nicht zu viel verraten, was ich genau da mache, aber morgen geht es um 10 Uhr ins Studio und dann wird ein bisschen was aufgenommen, ein bisschen mehr. Es werden eh nicht, dieser Vlog wird eh keine Millionen Views machen, dass jetzt irgendjemand so riesig werden, die eh nicht im Endeffekt, deswegen kann ich schon ein bisschen erzählen. Die Folge kommt ja eh erst noch ein bisschen später, aber Mittwoch ist die Premiere davon, deswegen müssen wir bis dahin schon fertig sein. Und das ist jetzt alles schon so ein bisschen under pressure, sage ich mal. Das ist mal nicht so geil, am liebsten hast du dann, wenn du sowas hast. Also ich hätte mir für dieses Projekt noch gerne viel mehr Zeit genommen, aber ich konnte leider nicht, da wir zu viel mit anderen Projekten unterwegs waren. Und das Material auch erst jetzt kommt und der Kinofilm ist schon nächsten Mittwoch, also es wird schon ein Hustle, aber ich freue mich trotzdem drauf, weil ihr wisst, alles, was ich für Hertha mache, ist
immer mehr eine Herzensangelegenheit, als dass es aus monetärer Sicht gemacht wird. Und es startet auch schon sehr herzzerreißend. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht spoilern, was losgeht, aber ich kann euch sagen. Es wird eine sehr, sehr geile Folge. Es geht in der Doku-Folge geht es um den Dezember und wer sich zurückerinnert. Der Dezember war seit Jahren vielleicht der geilste Monat, den Herr Tana erlebt haben. HSV-Sieg, damit geht's auch los. Danach hatten wir den Lautern-Sieg, wir hatten Osnabrück-Spiel und ja, das waren ja schon zwei Banger-Games auf jeden Fall. Ich kämpfe mich da jetzt durch, Freunde, und wünsche euch allen eine wunderschöne Nacht. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlummern und wir hören uns morgen wieder bei The Life of Splash. Ich küsse euren Support.